Boom! Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Agrarian Skies. Wir haben ein bisschen was wieder offscreen vorbereitet. Nur gleich mal, um so weit zu sagen. Hier seht ihr schon das erste. Das ist eine riesige Kuppel, die Schotte im Großen und Ganzen eigentlich alleine gebaut hat. Im Großen und Ganzen? Ja, nicht. Alter. Ja, hallo. Beim Altar habe ich dir geholfen ein bisschen, ne? Ja. Aber egal. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ach, du hast jetzt doch die Deckenlampen hergenommen. Ich hab mir gedacht, muss ja sein. Ja, die schauen halt geil aus. Ja, das seht ihr zum Beispiel unseren Anfangspunkt, wenn man hier entlang geht. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Und wir haben einen neuen Altar gebaut, der auch schon vollständig, ja, und Ocelots laufen ja auch rum, sehr schön, der auch schon vollständig ausgebaut wurde. Also das ist die höchste Stufe, ne? Ja. Und hier haben wir auch definitiv keine Blutprobleme mehr, denn wir haben hier unten noch eine kleine Monsterfarm dazu gemacht. Vielleicht sieht man auf der Minimap die ganzen Monster. Nee, sieht man ehrlich gesagt nicht. Achso, hast du die ausgeschaltet bei dir? Eigentlich nicht. Also ich sehe hier Tausende. Echt? Ja. Mal ganz kurz, ich schau mal ganz Hörst kurz. Du sie wenigstens? Radar on. So, jetzt ist es auch wieder an. Das ist keine Ahnung, warum mein Radar aus war. Jetzt sieht man auch die Tausenden von Monster auf der Minimap. Sollen wir mal die Tausenden von Monster ein bisschen dezimieren? Ich muss mal ganz kurz was... So, jetzt hat. Ja, wir können jetzt mal zeigen, wie wir an Blut kommen. Machst du an? Jupp. So, man hört. Sie sterben langsam. Ja, genau. Wir haben unten so eine Art Ritual mit reingebaut in die Falle. Dieses Ritual schädigt die Monster und wenn die Monster sterben, dann geben die... Das tötet Monster. Genau, das tötet Monster. Und wenn sie sterben, dann geben die Monster Blut. Und das wird alles im Moment von Schottes Lebenspunkten abgezogen. Also jeder Schlag, den er hört, wird eigentlich von Schottes Blutpunkten abgezogen. Aber dadurch, dass es hier so viele spawnen, ist das locker mit drinnen. Ach Markus, sag mal, ich habe jetzt einen größeren Lebenspool als du. Ich habe einen neuen Kristall. Mhm. Willst du so einen neuen Kristall auch mal haben? Ich sage jetzt mal nicht nein. Du sagst jetzt mal nicht nein. Jetzt habe ich natürlich irgendwas nicht vorbereitet, aber das haben wir doch innerhalb von ein, zwei Minuten. Wenn du mir sagst, was wir brauchen, dann... Wir brauchen Ritualsteine. Okay, dann bereite du das schon mal vor. Wir brauchen ein Diamantschwert. Ein Diamantschwert könntest du vorbereiten. Okay. Das ist ja schnell gemacht. Jetzt wollte ich dabei noch was anderes zeigen. Ja, ich weiß, dass du noch was zeigen wolltest, aber das geht ja ganz, ganz, ganz fix. Und zwar bauen wir dir jetzt ein, wie soll man sagen, ein neues Schwert. Also ein Diamantschwert. Ja, so ungefähr. Alter, wie sieht denn bei mir das Diamantschwert aus? Das sieht aus wie eine Pickaxe oder ein Hammer. What the fuck? Okay, bei dem Texture Pack schaut das Diamantschwert scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Finde ich mein Alumite Schwert echt cool. Na gut. Das sieht so geil aus. Ja, ich habe mein Diamantschwert. Du hast dein Diamantschwert, das ist doch schon mal toll. Denn ich mache hier gerade noch ein bisschen Platz für dich. Brauche ich irgendwie Blut von mir? Du brauchst gar nichts im Moment. Und zwar, wir müssen ja ein Ritual bauen, damit wir die Waffe umbauen können. Okay. Und genau so müsste es passen. Dann brauchen wir dazu den Meister-Ritualstein und das passende Ritual. Ich habe hier einen automatischen Ritualmacher. Mit dem Masterstein, ne? Nee, hier ist, genau, mit dem Masterstein. Und zwar musst du das Ritual richtig einstellen. Ich glaube, mit rechter Maustaste oder Shift-Rechts, glaube ich, kannst du das Ritual ändern. Ritual. Du brauchst das Ritual of Binding. Ah, okay, jetzt habe ich Ritual of Feathered Earth, Transformation, Condor, Falling Tower, Alchemy, Explosion, Suppression. Es gibt einige Rituale. Was brauchen wir? Binding. Okay, Spring, Nether, Groove. Ja, jetzt habe ich's. Okay? Nicht Unbinding, Binding. Ja, ich habe Binding. Okay, du brauchst Ritualsteine. Und dann. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie man die macht. Genau. Die Ritualsteine werden hier mit dem Reinforced Slate gemacht, Obsidian und dem Blood Orb natürlich. Der wird nicht verbraucht, aber
Der Du kannst auch wird da zeigen, dazu wie man noch dieses Teil baut, mit dem benutzt. du die Rituale baust. Aus dem Master, meinst du? Nee, Ja? dieses Ding, genau, diese Wünschelrute, sage ich jetzt mal. Ach so, das meinst du. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie der Master Ritual Stone geht. Der geht mit 4 Ritual Stones, Obsidian und dem Level 3, glaube ich, war das, oder Level 4 Magic and Blood Orb. Also den ich habe im Moment. So, und die Wünschelrute, die wir noch brauchen, sollte vielleicht auch aufs Richtige gehen, wird mit Diamanten Element Inscription, was ist es das? Ja, eigentlich schon, oder? Wie hast denn du das gemacht mit Mit dem den Demonic? Hast du das mit den Demonic Slates gemacht oder hast du das mit Element Inscription Tool Earth? das sind die vier normalen. Moment mal, wie heißt das Teil gleich wieder? Nur damit ich mir das Ah, sicher okay, bin. gut. Da sieht man, mit Magma Cream kriegt man das Elemental Inscription Tool Fire. Das sind sozusagen, das ist die Kreide, mit denen du die Steine bemalst. Guest hier brauchst du für R. Lapis Lazuli Block für Blue und Obsidian für Earth. Also Blue ist Water. So, Und dann und natürlich dann. noch ein Emerald und 4 Diamanten und das macht man dann diese Wünschelrute. So. Genau, jetzt kannst du dieses Ritual aufbauen, Mit indem Rechtsklick. du genau immer wieder einen neuen Stein platzieren quasi. So, Siehst die schon, Steine werden automatisch platziert. hier sieht man schon. Und jetzt ist das Ritual komplett fertig. Jetzt werde ich dieses Ritual aktivieren, da ich leider nur meinen Weak Activation Crystal habe. Das ist der hier, der wirkt nur auf mich. Ich aktiviere es jetzt und du siehst schon die roten Blasen. Und jetzt wirf doch bitte mal dein Diamantschwert einfach drauf. Oh, geht es nicht? Brauchst du vielleicht deinen eigenen? Dann machen wir doch einen eigenen. Ah, Was passiert denn damit? Was, oder was soll denn passieren damit? oder ich mache es einfach mal. Also ich habe es jetzt aktiviert. Oh, das ist ja schon beschädigt, das Schwert. Vielleicht geht es Nein. deswegen nicht. Also ich habe hier einen Balken. Warte mal kurz. Ich versuch's mal. Ah, okay. Ich hol mal neu. So, ähnlich habe ich's. Also Ach hier ist doch, auf ich jeden hab's Fall. beschädigt. Ich hab damit aus Versehen einen Ocelot getötet. Wahrscheinlich. Ich dachte Ja. eigentlich, ich hätte es mit was anderem getötet. Egal, ich mach schnell ein neues. Haben wir noch genug Diamanten? Oh, es kann knapp werden. Ah, scheiße. Wieso hat er jetzt 3 rausgenommen? Spacko. Also wie gesagt, dieses beschädigte Diamantschwert, das werfen wir jetzt einfach mal in den Void. Ich brauch's nicht. Aber. Es ist Es nur. sind 2 Diamanten. Ach so, sorry. Ich hol 2 sie wieder. Ich hol sie Diamanten. zurück. Okay. Ja. Und jetzt wirf es rein. Wow! Ja, hätte ich dich vielleicht noch warnen sollen? Das Ritual wird gerade aktiviert. Das war voll laut. Lösch mir mal die bitte. Und zack, da ist dein neues Schwert. Das war extremst laut. Wow, es tut mir echt leid an Ich hoffe, alle, du die hast ich jetzt noch. gerade. Du hast noch Lebenspunkte in deinem System. Ja, ich hab voll. Ich hätte gerne meine Wünschelrute wieder. Okay. So, Da, und die kriegst du auch noch. jetzt zeige ich dir was Neues von deinem neuen Dann nimm dir die Schwert. Sounds. Dein neues Schwert, ja, und das ist nicht aktiviert. Du siehst ja, es ist nur eine Kugel. Ja. Wenn du es aktivierst, kostet es dich konstant Lebenspunkte. Und wenn du Mobs schlägst, kostet es dich auch Lebenspunkte. Das Schwert ist aber dafür ziemlich stark. Und es hat einen Vorteil. Ich würde mal sagen, gehen wir doch mal Ocelots schlachten. Warte Mit mal dem ganz Schwert. kurz. Ich hole schnell meine Kugel, meine Matching Blood Orb. Oder? Das war doch das. Ja, doch, das müsste Level 3 sein. So. Und zwar mit rechts oder Shift rechts kannst du es aktivieren. Shift Ja, genau. rechts. Und jetzt Ocelots killen. Und dann müsstest du, wenn du Glück hast, einen Blood Shard bekommen. Denn diese Waffe hat einen Weakening-Effekt. Und wenn dieser Weakening-Effekt auf dem Mob drauf ist, dann, wie gesagt, hast du eine Chance auf einen Blood Shard. Okay. Ich weiß nicht, ob es bei neutralen Mobs funktioniert. Jetzt killen wir einfach noch zwei, drei. Ups. Ja. Falls Rennt es immer jetzt nach. nicht funktioniert, habe ich natürlich noch was vorbereitet. Habe ich mal was vorbereitet? Ja, klar. Boah, bleibt stehen, ihr Blöden. Also gut. Ich würde mal sagen, gehen wir mal in die Kuppel. Okay. Bevor das hier zu lang dauert. Die Leute wollen ja was sehen davon. Ja, die sehen jetzt gerade, wie ich hier noch. Was ich dort nachjage. Okay, ich komme in die Kuppel. Die Kuppel, genau. Du siehst schon, auf welcher Seite ich bin.
Ich habe hier natürlich noch ein paar Slates vorbereitet für die Aufnahme und alles. Und zwar diese Bloodshards. Ich gebe dir den. Ups. Ja. Und mit diesem Bloodshard gehst du jetzt mal hier Muss ich das hoch. Schwert jetzt noch aktiviert halten, oder? Nee, brauchst du nicht mehr aktiviert halten. Okay. Und zwar, das ist ein Master Blood Orb und den bekommst du durch diesen Bloodshard. So, okay. Warten wir noch. Kostet jetzt natürlich ein bisschen was. Wahrscheinlich minimal, ne? Minimal. St. Man sieht schon, sehr schönes Ritual hast du hier aufgebaut. Das Ritual of Binding kannst du auch für andere Sachen benutzen, wie zum Beispiel eine Diamantspitzhacke, Diamantschaufel, Oh ja, es ist fertig. Diamantaxt. Oh, was hast du? Und jetzt hat dein Lebenspool-System nicht mehr 100.000 Lebenspunkte als Limit, sondern 1 Million. Nice. Das heißt, hier kannst du den jetzt wirklich aufladen, dein Ja, das Lebenspool. Problem ist nur, dass du mit deinen Lebenspunkten damit zahlst, sozusagen. Ich habe noch 1 Million auf dem Konto, also von dem her, bis der voll ist bei dir, würde ich mal sagen, komme ich auf 900.000 runter. Okay, dann hau ich den mal rein. Jupp. Und lad mal auf. Und mit dem Spike können wir dann was Neues machen. Genau. Denn ihr seht, wir haben hier auch so. Ach, wie heißen die Pyramiden-Dingens jetzt hier? Die Bacons, genau. Wir haben hier vier Beacons? Bacons auch noch aufgebaut. Beacon Oder ist Beacons. Leuchtfeuer. Bacons ist was anderes. Beacons, genau. Vier Stück. Keine Ahnung, wieso wir die eigentlich brauchen. Für den letzten Level, Für ne? Fürs den letzte Level. letzten Level brauchst du 4 Stück von den Teilen. Genau, und wir haben uns gedacht, bauen wir die Beacons doch gleich mal vollkommen maximal aus. Und jetzt haben wir Speed 2, Strength 2, Jump Boost, Regeneration und Resistance 2. Wir könnten das Ding, die Teile Okay, natürlich jetzt noch ich mit. schalte mal mein Chatpack aus und mache mal einen kleinen Sprung hier. Also, Ja, es geht. sagen wir mal so, ich komme da noch nicht ganz hoch. Jetzt müssen wir die Teile mal nur mit Diamantblöcken auswechseln, ne? Ja, das machen wir dann als nächstes. Bei der nächsten Aufnahme haben wir Diamantblöcke. Ja, nein, haben wir nicht. Also das soweit nicht. So, wir haben auch mit den Bienen waren wir auch sehr fleißig. Da haben wir viel weiter gezüchtet, viele verschiedene Sorten gemacht. Also hier sind noch die Forest, die kennt ihr noch, die Steadfeast kennt ihr noch. Hier fängt es dann schon an. Die Common haben wir gezüchtet. Da haben wir Rocky Princess noch rausgekriegt. Noble Prince, also die Rocky Princess, die haben wir uns mit Magie gezüchtet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine Aufnahme war. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir hier Noble Princess, wir haben hier Diligent Princess, Majestic, Red Drones, also Red Princess, Imperials haben wir, Blue haben wir, Industrious haben wir, die sehr, sehr wichtig sind, die Industrious, denn die bringen uns hier die Pollen. Dann haben wir die Unwary, die haben wir für die Industrious gebraucht. Dann Tolerant haben wir, Resilient, Ich muss dir aber sagen, Robust. Tolerant habe ich Und gezüchtet. das war's ungefähr, ja. Und Tolerant ist verdammt schwer zu züchten. Denn wenn du Tolerant endlich mal hast und dann nochmal mit Rocky züchtest, kriegst du schon wieder was anderes raus. Das heißt, die auf Pure rauszubringen, das ist harte Ja, Arbeit. es gibt wirklich, wirklich nervige Züchtereien bei den Bienen, aber man wird belohnt. Was auch wichtig sind hier die Imperials, denn dort bekommen wir den Royal Jelly. Also wir haben die Pollen und wir haben das Royal Jelly. Dementsprechend haben wir uns dann gedacht, komm, jetzt haben wir schon die Bienen fürs Royal Jelly. Machen wir sie doch mal automatisch und inzwischen haben wir Ja. 57 6 von dem Zeug und Und wenn du vielleicht mal sehen willst, das hier dieses ist Royal Jelly, Honig. für was wir das Royal Jelly brauchen. Honig. Ja, Für was brauchen wir so viel Markus, Buckets Honig? ich habe dir noch nicht den Rest gezeigt, oder? Nee, ach du Scheiße. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr Honig gemacht. Für was brauchen wir so viel Honig? Ich habe mir gedacht, ich hol mir mal ein bisschen was. Okay, wir haben auf jeden Fall Honig. Zum Das ist der Mäusemelken. Saugraust und ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was vorbereitet. Das werden dann, ich glaube, Schmelztiegel werden das hier, ne? Oder was wird denn das hier werden? Moment, wo sind wir O denn? oben, oben. Oben? Also erstes Stockwerk Oh, sozusagen. da. Da, wo unser Ja, alter Altar war. ich würde mal sagen, wir brauchen eine neue Energieversorgung. Und wir brauchen ein Crafting-System. Okay. Und deswegen habe ich da was vorbereitet.
Gut, da, aber bevor du deine Sachen zeigst, mache ich meine, weil meine gehen schneller. Ich habe die Quest von den Bienen, und zwar kann ich hier, die hier, Genetic Manipulation 2 habe ich vorbereitet, diese vier, den Inoculator, den Purifier, den Genpool und den Synthesizer habe ich soweit vorbereitet. An sich ist es nicht schwer, wir brauchen hier dieses Anti-Serum. Ich sollte auch die richtige Taste drücken. So, was mit Glasspens, dem Royal Jelly, was ich schon angesprochen habe, und zwei Goldingots gemacht wird. Dann brauchen wir Magma Cream. Die sind eigentlich recht einfach herzustellen mit Blaze Powder und Slime Balls. Redstone klar. Und das Advanced Genetic Machine. Das war ein bisschen komplizierter. Man brauchte hier so Circuit Boards. Die hat man im Carpenter herstellen müssen. Auch hier so eine Genetic Machine, die man ebenfalls mit so einem Circuit Board, aber halt einem leichteren sozusagen, dem Vorgängermodell bauen musste, was man auch im Carpenter herstellen muss. Und die Apiarist Machine, die kennen wir schon, die haben wir schon mal gemacht. Das wird mit dem Sturdy Casing, was nur aus Bronze gemacht wird, und Kupfer und Redstone noch gemacht. Also an sich ist es nicht schwer, diese Rezepte, aber dauert so ein bisschen. Hier für den Synthesizer brauchen wir das gleiche, nur noch mit ein bisschen Soul Sand, Glas und Redstone dazu. Wir haben für den Purifier auch wieder ein Advanced Genetic Machine. Gas Tears brauchen wir 3 Stück und wieder Glas. Also an sich nichts großartig Teures oder Wildes. Wir haben nur den Royal Jelly am Anfang gebraucht und mehr auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, das war's wichtig. So, und den Genpool, der hat die Genetic Machine gebraucht. Das ist einfach noch die Stufe vor der Advanced Genetic Machine. Also noch einfacher sozusagen. Dementsprechend können wir die vier Sachen jetzt schnell bauen. Zack, zack, zack. Machen wir Manual Detect. Ne, brauchen wir gar nicht mehr. Haben wir Und schon. ja, haben wir. Jetzt kriegen wir Elvery, Frame Housing, 3 Stück, ein Full Heart und ein Reward Bag. Ich würde ehrlich gesagt, also entweder wir, Das ist nicht ich zum gehe auf. Aussuchen. Achso, das ist nicht zum Das Aussuchen. ist nicht zum Oh, das ist ja Aussuchen. wunderbar. So, dann kriegen wir nämlich, haben wir jetzt nämlich schon 2 Stück von den Elvaries bekommen. Ach ja, weißt du, was wir noch haben? So. Ich glaube, daneben war doch noch eine Quest bei den Bienen, wo wir Combs gebraucht haben, also Ach Honigwaben. stimmt, die haben wir auch. Wow, ich habe Peach Saplings bekommen. Hammer. Ich habe noch nicht reingeschaut und ich weiß nicht. Oh, ich habe eine Fishing Rod bekommen. Okay. Ich hole mal ganz kurz 16 Stück raus. Ja, haben wir ja noch. So, minimal. So, dann gibt's das hier. Ah, Cultivating Bees. Wir brauchen Honey Drops. Habe ich Oh, auch. haben Zack, wir. fertig. Und wir bekommen eine Forest Rune und eine Forest Princess. Wuhu! Ja. Geil. Fast. Aber So. das Herz ist wenigstens dabei. Ja, ein Herz für Kinder. Oder Bienen. So, Ah ja, ich habe was wir noch bei eine den Bienen... Quest aus Versehen gemacht. Gleich sofort. Was wir bei den Bienen auch noch gemacht haben, einfach nur um uns ein bisschen das Leben zu erleichtern, ist hier der Indexer gewesen. Das ist sozusagen eine Storage-Einheit für Bienen, in der man die Bienen auch nach Spezien zum Beispiel sortieren kann. Und man sieht, wir haben einiges gezüchtet. Ich möchte jetzt nicht direkt auf... Wir haben eine Ancient Drone übrigens. Ja, die haben wir aber schon sehr lange, Ancient Diligent. schon seit Ja, die langer müsste man dann gebaut. auch mal irgendwo mal züchten. Aber okay. So haben wir mit den Bienen weitergemacht. Meine Quest ist soweit fertig. Was wir übrigens auch noch gar nicht gezeigt haben, sind hier die Elderlilien. Ja, ja, die haben wir endlich mal gezüchtet. Also endlich mal hingehen. Muss ich die mit Linksklick abbauen oder? Au, Major au, au. kannst du ganz normal mit Linksklick abbauen. Ah, Genau, dann okay. kriegst du wieder eine So, Enderlilie man und. bekommt eine Enderperle und wieder den Samen zurück, den man dann wieder einpflanzt. So, das ist eigentlich ganz cool. So Ja, weit, so wir haben gut. jetzt auch ein bisschen was an Enderperlen dadurch. Alter, Wenn ein man in die Ozelot hier. Kiste mal Ich muss schaut. den Ozelot hier töten. Der geht ja gar nicht. Komm her. Komm her. Ja, also man muss sagen, unsere ganze Grünfläche besteht zu 80% aus Dschungel. Ozelot, ja. Ach so, ja klar, das die Dschungel-Respawn-Rate von den Ozelots. So, jetzt hast du was vorbereitet. Ja, ein bisschen was.